Heute ist Donnerstag und ich werde jetzt einen neuen Vlog anfangen. Und zwar fahre ich jetzt übers Wochenende nach Whistler zum Skifahren und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. Morgen am Freitag geht's los. Und ja, ich nehme euch einfach mal mit so mit. So. Und ja, ich freue mich schon echt drauf, Ski zu fahren, weil Skifahren ist so eine Sache, die mir so richtig viel Spaß macht. Ich liebe Skifahren über alles. Und ich freue mich echt und da sind coole Leute dabei und so. Und ja, wir werden da 3 Tage sein: Freitag, Samstag, Sonntag. Wir werden Samstag und Sonntag Skifahren. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich schon echt und werde euch mitnehmen und hoffe, dass euch der Vlog gefällt. Also ich habe jetzt meine Sachen soweit fertig gepackt, muss noch so Kulturtasche, Schminke und so einpacken. Das mache ich morgen früh, weil ich die Sachen noch brauche. Morgen. Und ja, guten Morgen. Ich habe jetzt alle meine Sachen gepackt und ja, es ist jetzt kurz vor 8 und wir fahren gleich los. Es hat richtig viel geschneit heute Nacht hier in Victoria. Und ja, soweit alles gut. Ich freue mich schon richtig, bin voll excited. Und ja, ich glaube, ich habe mal wieder viel zu viel dabei, wie es sonst auch immer so ist. Aber egal. ja, wir sehen uns später. Wir sind jetzt im Bus und fahren gleich los. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig. Wir müssen erst zum Ferry Terminal fahren. Dann müssen wir, ich glaube, es sind 1,5 Stunden auf der Fähre. Und ja, dann geht's nach Whistler. Wir sind jetzt auf der Fähre. Und und ja, es dauert jetzt so 1,5 Stunden nach Vancouver oder zu Boston. Zu Boston oder so zu fahren. Und ja, von da aus dauert das dann noch so 4 Stunden oder so bis nach Whistler, weil man durch Downtown Vancouver fahren muss. Und ja, wir gucken gerade alle an, aber es ist mir egal. Und ja. Whistler angekommen. Ja sicher, tatsächlich, selbstverständlich, ganz geil, genau. und steigen jetzt gleich aus dem Bus aus und gehen dann ins Hotel und in die Zimmer und so und dann haben wir irgendwann eine Rundtour durch die Stadt, keine Ahnung. Ein paar Leute, die Klamotten ausleihen müssen, machen das heute Abend und ja, dann melde ich mich später. Wir sind jetzt in unserem Zimmer angekommen und das ist mega cool. Das zeige ich euch jetzt mal. Also wir gehen jetzt auf so eine kleine Town-Tour und die Leute, die Sachen ausleihen müssen, also Hose und Jacke und so, leihen das dann gleich danach aus und mal gucken. Ich glaube, wir bestellen nachher Pizza. und ja. Thank you.
mein Handy ist gerade ausgegangen, weil es so kalt ist. Und ja, jetzt ist es wieder an. Aber trotzdem, das nervt voll. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn das Handy ausgeht, wenn es kalt ist oder wenn es zu warm ist. Es wird zu warm, hatte ich noch nie. Und ja. Also das sind jetzt hier die Olympischen Ringe von den Olympischen Winterspielen in 2010. Und ja, die wurden hier in Whistler und in Vancouver ausgetragen. Und ja. Hi, it's for your YouTube channel. So now we're gonna go to the grocery store to buy some groceries, like milk and stuff to eat. Cereals tomorrow, and then we have a reservation in Earls. For dinner in half an hour, and then we're going back to the hotel and then to the pool probably. So we decided to not to order pizza because we want to go to Earls, right? And yeah, see you later. Cheers. Cheers. Wir sind jetzt gerade bei Earls Dinner essen. Nee, ich habe mir ein Bigger Better Burger mit einer Mushroom Soup bestellt. Und ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall starving. Ich habe echt Hunger. Und ja. We got our dinner. This looks pretty nice though. Ooh. We didn't have to wait that long. It was like 10 minutes. Yeah, it was really fast. Yeah? Wir sind zurück im Hotel und gehen jetzt gleich schwimmen. Ja, wir haben ein bisschen was eingekauft und es ist arschkalt draußen. Ich bin fast erfroren, nein Spaß. Es sind irgendwie so minus 10 oder 11 Grad oder so. Auf jeden Fall ist es echt kalt. Ich war die ganze Zeit am Zittern. Aber naja, ich freue mich auf jeden Fall richtig gut. Ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, morgen Ski zu fahren. Und ja, noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend noch vloggen werde oder nicht. Aber wenn nicht, schon mal gute Nacht. Man sieht sich. Dann morgen. Und ja, bye! Ja, ich esse Poutine, ich habe schon ein bisschen was davon gegessen und ja. Ja, wir sind jetzt fertig, haben fertig gegessen. Und jetzt geht's weiter. Angekommen, aber der junge Herr hier hat da seine Handschuhe auf dem Berg vergessen. Deswegen fahren wir so hoch. Ich wette, wenn ich oben bin, habe ich sie gefunden. Weil er deine Sachen zusammen. Ich schwöre, ich fahre nicht schon dreimal runter. Haben uns jetzt ein bisschen fertig gemacht, ein bisschen fresh gemacht. Ja, und gehen gleich noch ein bisschen Stadt-Dinner essen oder so. Mal gucken, was wir machen. Und
Ja. Wir sind jetzt wieder in der Gondel und wir wurden richtig cool so vorgelassen, so vor allen anderen. Ich glaube, wir sind irgendwie eine der ersten, die jetzt hier fahren, hochfahren, weil wir Snow School sind.